Hallo und herzlich willkommen wieder hier zurück auf dem Optionshandel-Kanal und heute sprechen wir wieder über diese Panikzeichen und heute kommen wir zum ersten Panikzeichen, nämlich die 90% Down Days. So, 90% Down Days, was bedeutet das? Also übersetzt 90% Abwärtstage. Und wir müssen jetzt erstmal klären, was ist denn überhaupt ein Abwärtstag, was ist denn ein Aufwärtstag? Wenn wir beispielsweise an der New York Stock Exchange sehen, da werden ja mehrere tausend Aktien gehandelt und jetzt kann man natürlich messen, welches Volumen an insgesamt da gehandelt wurde. Also wenn wir ganz einfach sagen, wir hätten eine Aktie, die kostet irgendwie $50 als Beispiel und die würde jetzt am Tag 100 Mal gehandelt, also das heißt, die würde 100 Mal gekauft und verkauft, dann hätten wir also insgesamt ein Volumen von 5.000. So, das sagt uns erstmal nur etwas über das Volumen aus. Also nicht die Stückzahl, sondern über das Volumen, was insgesamt in dieser Aktie bewegt wurde. Jetzt können wir das natürlich auf die ganze Börse übertragen, können sagen, okay, wie viele Aktien wurden denn insgesamt an der Börse gehandelt und wie groß war das Volumen? Jetzt können wir allerdings auch noch dieses Volumen unterteilen, nämlich, dass wir sagen, wie viele Aktien sind denn gestiegen? Das wäre dann das sogenannte Up-Volume. Und welche sind denn gefallen? Das wäre eben dann das Abwärts- oder Down-Volumen. So, und wahrscheinlich wird es auch noch ein paar geben, wo es seitwärts lief, also wo wir das Seitwärtsvolumen haben. Und, aber hauptsächlich kommt uns hier auf das Up- und auf das Down-Volumen an. Jetzt sind diese Zahlen, die wir daraus herauslesen können, in wahrscheinlich 99% der Fälle vollkommen ohne Aussage. Das Einzige, was uns hier interessiert, sind, wenn es Extremwerte gibt. Und Extremwerte kann es natürlich hier bei den Abvolumen geben. Das heißt also, wenn die Masse der Aktien, die hier gehandelt wird, eben mit steigenden Kursen einherging. Und auf der anderen Seite natürlich das Down-Volumen, wenn also die Masse der gehandelten Aktien und das Volumen mit fallenden Kursen einhergehen. Und heute, weil wir ja bei den Panikzeichen sind, interessieren wir uns mal ausschließlich nur hier für dieses Down-Volumen. So, und dieses Down-Volumen ist für uns dann interessant, wenn es einen Wert von Minimum 90% einnimmt. Das heißt also, machen wir ein ganz einfaches Beispiel. Es würden im Wert von 1 Million Aktien gehandelt und davon wären mindestens 900.000 fallende Kurse gewesen. Dann sprechen wir von einem 90% Abwärtstag. Und diese 90% Abwärtstage, die kommen natürlich nur sehr, sehr selten vor. Und wenn wir uns überlegen, wann kommt so ein Tag vor, das wird man relativ selten an einem Hochpunkt sehen, sondern tendenziell mehr an Tiefpunkten. Ich will mal zwei Situationen aufzeigen, wo solche Umkehrtage vorkommen können und auf was wir uns bei den Panikanzeichen konzentrieren. Also, grundsätzlich und denkbar sind zwei Möglichkeiten. Nummer eins, wir haben einen Markt, der eine längere Zeit schon ansteigt und jetzt kommt plötzlich ein Tag mit einem großen Abwärtsvolumen. Also diese Kerze wäre dann beispielsweise rot und wir könnten eben in den entsprechenden Statistiken nachlesen, dass wir hier ein 90%iges Abwärtsvolumen haben. Das würde dann bedeuten, dass wir hier mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit einen oberen Umkehrpunkt haben, weil dann hätten ganz einfach die großen institutionellen Anleger die sehr hohen Preise genommen, um sehr stark hier zu verkaufen. Aus meiner persönlichen Erfahrung heraus ist dies aber relativ selten. Und es nützt uns auch nichts quasi als Panikzeichen. Warum? Weil wenn wir stark steigende Märkte gesehen haben, dann wird auch die entsprechende Volatilität gering sein. Deswegen ist für uns etwas viel interessanter. Nämlich, wenn wir einen Markt haben, der fällt, und meist geht es ja am Ende, wir haben es schon gesagt, dann ein bisschen steiler. Und wenn wir dann so einen 90% Abwärtstag haben, das heißt also auch der müsste wieder, ich nehme mal hier die entsprechende Farbe dazu, also auch das müsste ein roter Tag sein, ein dunkelroter Tag und eben wo 90% oder mehr des gehandelten Volumens nach unten ging, dann könnte dies oder deutet dies, nicht nur könnte, sondern dann deutet dies
sehr, sehr oft auf eine Endpanik hin. Das heißt also, dann haben erst einmal alle, die verkaufen wollten, die haben dann verkauft. Und deswegen ist so ein 90% Abwärtstag ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass wir uns an der Nähe des Tiefs befinden. Nun kann man nicht sagen, immer wenn so ein 90% Abwärtstag auftritt, haben wir ein Tief und danach geht es die nächsten Monate nach oben, denn prinzipiell sind folgende zwei Szenarien vorstellbar. Das erste Szenario wäre, dass wir hier von diesem Punkt aus eine Erholung einleiten, um danach den übergeordneten Trend, der nach unten zeigt, wieder aufzunehmen. Dann wäre dies aber immerhin sehr gut für einen kurzfristigen Trade, nämlich entweder, dass man Short-Positionen schließt oder aber, dass man sagt, okay, man setzt beispielsweise einen kurzfristigen Trade in Short-Puts auf, der aber eben jetzt noch nicht so diese lange Dauer hat. So, zweite Variante wäre vor allem, wenn das dann insgesamt schon sehr viel länger ging, man kann sich das zum Beispiel dann 2008 konnte man es dann sehr gut sehen. Wenn das also sehr, sehr lang ist und meistens laufen ja im ganz übergeordneten Bild Abwärtsbewegungen auch nicht so ab, sondern in der Regel, dass man wenigstens zwei oder drei Wellen hat. Und wenn man das dann eben hier messen kann oder hier, dann deutet das dann schon zu einem 90% Abwärtstag sehr, sehr häufig auch auf einen mittel- bis langfristigen Boden hin, wobei man das eben, wie gesagt, immer nicht als Einzelnes nur nehmen sollte, sondern als Gesamtheit. So. Und deswegen achten wir jetzt natürlich verstärkt auf solche 90%-Tage. Wir fügen hier dem Video mal ein paar Bilder bei von 90% Abwärtstagen, einfach nur in den letzten Monaten. Und das sehen wir beispielsweise im Dezember 2014. Ich glaube, ich habe mir die Daten aufgeschrieben. Am 28. Januar 2014, am 8. Januar 2015 war es, genau, 28. Januar 2015, da sehen wir, das war eben dann schon ein Tief, was mehrere Wochen anhielt. Als wir im August diesen Abverkauf hatten, der ja sehr, sehr deutlich war, dann hat man gesehen, dass so ein 90%-Tag zweimal hintereinander aufgetreten ist. Einmal setzte sich das danach noch zwei, drei Tage fort. Warum, das klären wir auch noch. Es hängt nämlich auch ein wenig mit dem Wochentag zusammen. Aber als der zweite dann da war, das war der 24. August 2015, dann war das Tief im Markt, was ja dann immerhin bis jetzt zum Januar 2016 angehalten hat, also immerhin für 4 Monate, die Volatilität fiel sehr, sehr stark zurück. Und das war eine sehr, sehr gute Gelegenheit, um Geld an den Märkten zu verdienen. So. Und deswegen, unser erster Panikpunkt, 90% Abwärtstage, wenn wir dieses sehen, dann geht eine grüne Ampel an. Das heißt noch nicht, dass wir sofort blind in den Markt hineinrennen, aber hier blinkt dann eine Ampel ganz, ganz grün und darauf sollten wir vorbereitet sein. Und diese 90% Abwärtstage können wir zum Beispiel im Rahmen einer morgendlichen Routine immer mit über die entsprechenden Webseiten abfragen. Wir machen auch mal hier unter das Video einen Link, so dass wir dann oder dass ihr einfach auch sehen könnt, okay, wo findet man diese Daten und wo kann man diese Daten kostenfrei ganz einfach abfragen. Das war es heute mit dem ersten Panikzeichen. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr damit etwas anfangen könnt, ob ihr vielleicht selber schon Beobachtungen dahingehend angestellt habt. Und im nächsten Video werden wir dann über ein weiteres Panikzeichen sprechen. Bis dahin wünsche ich euch viel Erfolg an der Börse und immer daran denken, wir traden nicht für den Jackpot, sondern fürs regelmäßige Einkommen. Und deswegen müssen wir auf die guten Gelegenheiten auch mal warten. Und euch bis dahin alles Gute, bis zum nächsten Video. Servus, macht's gut, bye bye.